Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund des Senders wegen. Herzlich willkommen zum Tagesrausch. Heute mit Teil 2 der Interviewserie zum bevorstehenden Bundesparteitag der Piratenpartei Deutschlands. Heute zu Gast Georg, seines Zeichens Vertreter der AG Drogen und damit des Alternativantrags, zu dem den Heide euch in der letzten Episode vorgestellt hat. Georg, fang doch am besten mal damit an, dich den Zuschauern kurz vorzustellen. Wer bist du, was machst du so? Ja, ein Ahoi an alle, das ist zumindest recht neutral und tageszeitunabhängig. Ich weiß ja nicht, wann ihr mich seht. Ich heiße Georg, Klammer auf von Borovicini, Klammer zu, bin einer der Koordinatoren der AG Drogen, gehöre dem Bundesschiedsgericht an und bin Mitglied der Bezirksvertreterversammlung hier in Steglitz-Zehlendorf, also der kommunalpolitischen Ebene hier, hier in der Fraktion, wo wir auch im Moment sitzen. Es gibt jetzt bei den Piraten aktuell noch kein drogenpolitisches Programm und das wollen verschiedene Fraktionen auf dem nächsten Parteitag Anfang Dezember ändern. Du hast da unter anderem einen Antrag mit eingereicht. Möchtest du den vielleicht auch kurz vorstellen, was da so die wesentlichen Gesichtspunkte in dem Antrag sind? Ja, das stelle ich euch allen sehr gerne vor. Das, was die AG Drogen nicht ganz alleine mit vielen anderen festgestellt hat, nur unsere Bundesregierung, unsere Bundesdrogenbeauftragte wissen das noch nicht, die Verbotspolitik, die wir seit so etwa 40, 50 Jahren betreiben, ist schlicht und einfach grandios gescheitert. Drogen gibt es immer und überall. Aber diese Verbotspolitik hat gravierende Nachteile für uns alle. Und wir sind ja alle potenziell Konsumenten, dass wir darauf gedrängt werden, darauf genötigt werden, dort, wo Drogen illegalisiert worden sind, die organisierte Kriminalität zu unterstützen und selber Risiken mit den Drogen einzugehen, die völlig unbekannt sind bezüglich Beimischung und Ähnlichem. Daher fordern wir auch ganz einfach die Aufhebung dieser nicht haltbaren, auch nicht begründeten Unterscheidung zwischen legalen, auch nicht ungefährlicheren Drogen und den sogenannten illegalen. Wenn wir aber diese Forderung erheben, dass Drogen, eigentlich alle Drogen, legal für die Bürger erreichbar sein sollen, dann heißt das nicht Zügel und Regellosigkeit. Wir wollen auch klare Regeln haben, Regeln, die den Einzelnen schützen, dass also er in seinem Konsum keine unkalkulierbaren Risiken eingeht. Wir haben aber im Arzneimittelrecht, im Lebensmittelrecht dafür gute Beispiele. Es braucht also keine Sonderregeln. Regeln ist ein gutes Stichwort. Ich habe den Antrag auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit umgereicht und geguckt, was so an Feedback dazu kommt. Und eine sehr wichtige Frage, die auch häufig gekommen ist, ist, ihr habt einen Schwerpunkt Jugendschutz in dem Antrag. Und da gibt es die Formulierung, ein wirksamer Jugendschutz kann nachweislich nicht durch Reglementierung und Verbote erreicht werden. Heißt das, dass ihr Altersgrenzen für Rauschmittel konsequent abschaffen wollt? Wie soll das zukünftig geregelt sein? Das ist auch in der Tat eines der schwierigsten und am heißesten innerhalb der AG diskutierten Punkte. Faktum ist, bereits Kinder, und damit meine ich 7-, 8-, 9-Jährige, sowas passiert hier in Berlin, konsumieren Drogen. Jugendliche, wenn wir ihnen verbieten, etwas zu nehmen, dann werden sie es erst recht tun. Mhm. Das heißt, in dem Sinne ist Reglementierung, also nicht nachvollziehbare Verbote, nicht nachvollziehbare Regeln, tatsächlich sinnlos. Heißt das Jugendschutzgesetz abschaffen oder heißt das modifizieren? Eindeutig modifizieren. Alle Gesetze, das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Drogenbereich, auf die psychoaktiven Stoffe, um mal nicht alle so furchtbar zu erschrecken, müssen ja regelmäßig eigentlich darauf überprüft werden, sind sie noch sinnvoll, sind sie noch wirksam, bewirken sie das, was wir wirklich wollen, oder sind sie Regeln, die nicht mehr passen. Und das wollt ihr ergebnisoffen diskutieren. Es gibt aber noch keinen Status quo, auf den man jetzt verweisen könnte. Ihr wisst noch nicht, welche Substanzen oder Substanzklassen ihr mit welchen Altersgrenzen freigeben wollt. Oder ob der Handel, Erwerb prinzipiell ohne Altersbeschränkungen sein soll. Hast du da schon ein Konzept in der Schublade oder eher noch nicht?
Also ich persönlich würde schon sagen, dass es eine Altersgrenze geben soll. Das heißt, mit Volljährigkeit soll jeder Bürger erwerben können, was er will. Wie man das in dem Alter zwischen 14 und 18 macht, muss man vorsichtig abtasten. Wir haben ja auch derzeit noch die Möglichkeit, zum Beispiel das 16-jährige harmlosen, ich sage das sehr bewusst in Gänsefüßchen, Alkohol ja erwerben können, also Bier, Wein, Sekt, und nur verhalten Alkoholiker ausgeschlossen sind. Als Idee passend, aber nicht unbedingt sehr erfolgreich. Es gibt noch eine zweite Stelle in eurem Antrag, für die ich relativ viel kritisches Feedback gekriegt habe. Und zwar sagt ihr, wir lehnen die heutige wissenschaftlich nicht haltbare Unterscheidung in legale und illegale Stoffe ab und fordern die objektive Bewertung und Handhabung aller psychoaktiven Substanzen alleine anhand ihres Gefahrenpotenzials. Die Formulierung hat jetzt zwei Probleme. Zum einen, woher sollen diese objektive Bewertungen und Handhabungen denn kommen? Und zum anderen, was versteht ihr unter Handhabung? Soll da am Ende eine neue Substanzklassifizierung kommen, so wie wir sie vom BDMG kennen? Was ist zum Beispiel mit psychoaktiven einheimischen Pflanzen? Will die AG Drogen die Sauerkirsche verbieten? Um es mal platt zu formulieren. Ja, das ist eine der schwierigeren Fragen. Faktum ist, warum soll Alkohol, eine Substanz, die wir alle gut kennen, die einen Haufen auch negativer Seiten und Gefahren hat, legal und einfach zu erwerben sein und als Beispiel Cannabis oder auch als Beispiel Heroin verboten sein, die ähnlich, vielleicht weniger, vielleicht ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, gefährlich sind. Das ist das, was wir als nicht nachvollziehbar ansehen. Mhm. Und ich muss sagen, bis knapp in die 30er Jahre gab es in Deutschland keine illegalen Substanzen und diese Gesellschaft ist damals damit gut klargekommen. Wie stellt ihr euch denn so eine Klassifizierung, Handhabung anhand des Gefahrenpotenzials vor? Bei dem Alternativantrag steht Legalisierung und ich habe beide gefragt, wie sie sich denn die Legalisierung vorstellt, weil das ja auch so ein Buzzword ist. Und Handhabung finde ich jetzt noch weniger greifbar. Ist das dann am Ende eine Politik, die Repressionsschwelle verschiebt oder ist das eine Politik, die auf Repressionen verzichtet? Wie soll das aussehen? Nein, wir wollen eindeutig keine Repression mehr haben. Das nützt eigentlich immer nur einer organisierten Kriminalität. Mhm. Aber eine Möglichkeit zum Beispiel wäre zu sagen, okay, wir sind es jetzt gewohnt, Alkohol und Tabak überall zu kaufen, andere Mittel noch nicht. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dann diese in spezielle Läden zu stecken, die dann auch besser einen Altersnachweis kontrollieren können, zu sagen, ja, es gibt Drogen in der Drogerie, wie es ja früher auch mal war. Es gibt dann auch Substanzen, rein Substanzen, in der Apotheke, ein Modell. Es gibt vielleicht tatsächlich das Drogenfachgeschäft. Es gibt vielleicht auch als ein Konzept der Aufklärung, ein Konzept der Prävention den Drogenführerschein, wo also jemand sein Wissen, seine Sachkunde um die Gefahren seines Konsums mal nachweist. Mhm. Das sind aber jetzt keine festgeklopften Sachen, das sind Modelle. Wie stellst du dir die Regelung der Eigenversorgung vor, wenn die Leute sich zum Beispiel Cannabis oder Coca-Pflanzen oder sowas zu Hause anbauen? Um mal ein ganz hartes Beispiel zu bringen, könnte man ja auch in der heimischen Küche Methamphetamin machen oder sowas. Wo soll da der Staat anfangen einzugreifen in deinen Augen? Ich weiß nicht, ob es, wenn der Erwerb dieser Drogen frei möglich ist, ob es dann überhaupt einen großen Bedarf daran gibt, sich zu Hause ein schwieriges Zimmer einzurichten mit Beleuchtung, mit allem Möglichen, wenn ich mein Haschisch oder auch mein Marihuana kontrolliert und verkaufen kann.
Das heißt, Eigenanbau ist für dich ein Phänomen des illegalen Marktes? Wahrscheinlich viel stärker als des legalen Marktes. Okay. Es baut ja auch heute keiner mehr seinen Tabak selber an. Keiner mehr braucht mehr sein eigenes Bier. Und eigentlich wüsste ich nicht, dass hier in Deutschland jemand illegal Schnaps brennt aus seinem Knast. Ja, im Gefängnis wird viel mehr getan, als man das so von außen sich vorstellen mag. Wenn man den Antrag, für den du ja jetzt hier sitzt, mal so ganz streng mathematisch nach Worthäufungen durchsucht und guckt, wie man das dann werten kann, dabei ist mir aufgefallen, dass ihr sehr viel stärker als der andere Antrag von Gefahren und Schutzbedürfnissen und eingrenzenden Maßnahmen sprecht. Woran liegt das, dass ihr da eher einen begrenzenden Aspekt habt, während der suchtpolitische Antrag eher einen erweiternden, akzeptierenden Ursprung hat? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen und eigentlich auch den Unterschied zwischen den beiden Konzepten mal ansprechen. Das würde die Zuschauer sicherlich sehr interessieren. Ja, es ist ganz einfach. Wir gehen tatsächlich davon aus, dass praktisch alle potenzielle Konsumenten sind. Also unser Antrag wendet sich an alle Bürger, ist in dem Sinne auch ein bundespolitischer Antrag. Während Heides Antrag ja von den Menschen ausgeht, die mit Abhängigkeit, sei es von Substanzen, sei es von einem Verhalten, Probleme haben, damit also sich für einen Teil dieser Gesellschaft einsetzt. Das ist der grundlegende Unterschied im Ansatz. Letztlich sind ja unsere Ergebnisse sehr ähnlich. Wenn ich aber für alle was erreichen will und auch die größtmögliche Freiheit haben möchte, und das wollen wir auch, dann müssen wir klar ansetzen, wo es in der Freiheit Grenzen gibt. Das ist der Schutz des Einzelnen, dass er ohne zusätzliche Risiken, abgesehen von den Risiken der Substanz, konsumieren kann. Und auch für den Schutz anderer, so das Beispiel Alkohol im Verkehr, was ja jetzt jeder kennt. Nun sagt die suchtpolitische Fraktion, dass sie neue Begrifflichkeiten gewählt haben, um zu zeigen, dass dahinter neue Konzepte stehen. Ihr wählt den alten Begriff Drogenpolitik mit dem Zusatz neu. Das Problem, was ich damit habe und auch viele andere, ist, der Begriff Drogenpolitik bezieht sich sehr auf die Gegenständlichkeit und weniger auf das Verhalten. Und Politik ist ja eigentlich ein Prozess, der darauf gerichtet ist, ein bestimmtes Verhalten zu machen. Wir haben ja auch keine Auto- und Lkw-Politik, sondern eine Verkehrspolitik. Und wir haben keine Panzer- und Gewehre-Politik, sondern eine Kriegs- oder Friedenspolitik. Warum ist jetzt in der Drogenpolitik ausgerechnet die dingliche Begrifflichkeit die passende in deinen Augen? Gut, erstens, es ist tatsächlich ein gewohntes Wort. Und warum soll ich etwas, was für die meisten Menschen klar ist, einfach nur ändern? Zum anderen, wir haben ja sehr wohl deutlich gemacht, dass wir auch das Verhalten im Auge haben, nämlich den Umgang mit diesen dinglichen Substanzen. Mhm. Zum Schluss möchte ich dir wie Heide die Möglichkeit einräumen, dich jetzt 30 Sekunden an die Parteitagsdelegierten zu wenden und ihnen zu erklären, warum sie für den drogenpolitischen Antrag stimmen sollte. Gut, mir ist eines ganz wichtig, dass unsere Partei jetzt wirklich den Mumm hat, den Arsch in den Hosen hat, einen wirklich anderen Ansatz, einen wirklich anderen Antrag einzubringen und nicht, wenn dann ein bisschen was von außen kommt und ein bisschen Kritik kommt, so zurückzuzucken, wie es andere getan haben oder wie derzeit einen sehr weichgespülten Antrag der Grünen im Bundestag einzubringen, sondern klar zu sagen, wir möchten etwas anderes. Und ich bitte daher alle, mal für unseren Antrag zu stimmen und vor allem auch nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass dieser Antrag mal auf die Tagesordnung kommt und dort verbleibt und nicht wieder im letzten Moment hinten überfällt. Das haben wir schon ein paar Mal erlebt. Das ist mein dringender Wunsch an alle in der Partei, an alle, die zu dem Parteitag kommen. Okay. Dann gilt wie immer, wenn ihr Fragen an Georg habt, immer fragt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns im Zweifelsfall für ein weiteres Gespräch treffen können. Ja. Dir möchte ich an der Stelle für die Zeit danken und viel Erfolg wünschen für das weitere Engagement. Spätestens nach dem Parteitag wissen wir ja dann, in welche Richtung sich die Piraten so ein bisschen entwickeln wollen.
Ich hoffe es auch und ich hoffe eben, dass es bei den über 200 Anträgen unserer eben durchkommt. Gut. Tschüss. Tschüss. Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen. Und mit Worten Brände legen. Am Blatt vom Mund ist in das Wegen.